Yeah. Was geht ab, liebe Freunde? Ich bin kurz eskaliert. Emily hat mir geschrieben, hey Sedo, ich musste mich gerade sehr wegcringen bei einer Folge von First Dates. Und hat mir geschrieben, ob ich die anschauen kann, denn sie hat Potenzial. Ich soll sie mit euch teilen, hat sie gesagt. Emily, danke dir. Wir gucken jetzt sofort rein und für euch da draußen, liebe Freunde, ich möchte mich bedanken in allererster Stelle, dass so viele von euch diesen Kanal abonniert haben, denn die Statistik hat sich von so auf so geswitcht. Das ist schon mal was. Freut mich sehr und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne den Kanal, ist komplett kostenlos und unterstützt mich. Zeigt mir, dass ihr mich supportet und meinen Content feiert. Freut mich natürlich sehr und ihr dürft natürlich auch immer wieder mal einen Blick in die Videobeschreibung schmeißen, denn dort findet ihr alle meine Social Media Kanäle, mein Insta, mein Hauptkanal, aber dort ist auch RTL Plus verlinkt, auf die ich gerne aufmerksam machen will, denn die erlauben mir, das Ganze hier zu benutzen, um mit euch auf First Dates zu reagieren. Ich tue immer nur auf Ausschnitte reagieren, tu vor allem. Falls ihr die kompletten Folgen sehen wollt, dann solltet ihr euch RTL Plus downloaden. Da kriegt ihr den ganzen Content. Ja, wir gehen rein ins Video. Schnackeln, fackeln nicht lange um den heißen Brei. Ich hätte eigentlich gerne noch einen Tee, ne? Eigentlich würde ich einen Tee noch fühlen. Komm, ich mach mir kurz einen. Gib mir die 2 Sekunden, gebt ihr mir jetzt bitte. Das ist jetzt die perfekte Dosis. Es gibt einen Tee, dann gibt es einen Kinder Bueno, den ich so reindunken werde. Und danach gibt es Halsspray für meinen Hals. Oh, ist mein Stuhl wieder ganz? Ey, ich glaube, ich habe meinen Stuhl repariert. Ich dachte die ganze Zeit, der ist kaputt. Jetzt lebt er wieder. Geil! Mein Stuhl geht wieder. Yeah! Tanja, Filialleiterin. Die ist auf jeden Fall crazy. Ich bin hier, um den Partner meines Lebens zu finden. Vielleicht klappt es ja hier, wenn es schon draußen nicht so richtig geklappt hat. Hallo. 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 Möchtest du auch um den Finger gewickelt werden heute? Ich hoffe. Ich denke, ich bin das perfekte Date, weil ich halt irgendwie kindlich geblieben bin, trotz meiner 50. Ich wollte gerade sagen, die wird safe sagen, dass sie eine crazy Persönlichkeit hat. Dass man mit ihr super viel Spaß haben kann und mit ihr kann man auch mal ein Mandala ausmalen oder so. Weil ich halt Freude im Leben möchte. Einfach Spaß haben. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Ja, ich bin sehr, sehr, sehr nervös. Ja. Das ist jetzt das erste Mal jetzt. Ne? Hat es schon lange Beziehungen? 2. Verheiratet? Ich war mit einem Italiener verheiratet, ja. Aber wir haben uns damals kennengelernt. Ich war 16. Ach, oha. Genau. Also, und mit den Jahren, weiß ich nicht, verändert man sich. Ja, und er kam dann halt wahrscheinlich auch dann nicht mit meiner Veränderung klar. Ne? Und dann kam noch eine Beziehung. Ja, und da kam dann halt leider, dass ich dann nicht mehr die Tolle war. Wie lange ging das? Auch 12 Jahre. 12 Jahre? Fuck. Was meint sie mit, sie war nicht mehr die Tolle? Boah, Kinder Bueno ist einfach, also unbezahlte Werbung, aber... Kinderschokolade, die Schokolade für die extra Portion Milch. Kinderschokolade schon mit Abstand. Top 3 deutsche Schokoladen, oder? Berichtigt mich. Berichtigt mich bitte in den Kommentaren. Das hat dich sehr getroffen, oder? Hm. Nicht so einfach. Ich glaube, der schönste Mann kann vor mir stehen, wenn der Funke nicht kommt, dann ist er halt nicht da. Jetzt direkt zu sagen, der muss so, so oder so aussehen, das kann ich nicht. Da ist er, ihr schöner Mann. So, jetzt bin ich auch da. Ich freue mich. Geil. Ich freue mich auch auf diese Folge. Man merkt schon, also die beiden werden auf jeden Fall fitten und es wird witzig. Also vom Optischen her habe ich eigentlich kein bestimmtes Beuteschema. Ob die jetzt blond ist, kurz... Beamter aus Aachen. Jetzt ist die Frage, denkt ihr, er ist Lehrer? Weil er könnte so Physiklehrer sein oder so Erdkunde, ne? Er könnte aber auch beim Ordnungsamt arbeiten. Sag euch ehrlich. Obwohl beim Ordnungsamt ist man nicht verbeamtet, oder? Ich weiß es nicht. Aber er könnte so auch bei der Stadt Aachen im Rathaus sitzen und so der Witzige sein. Den jeder mag. Dieter, den jeder mag. Haare hat oder... Das ist mir eigentlich egal. Also es muss einfach Klick machen. Und wenn sie hübsch ist, man kann stolz auf sie sein. Das wäre natürlich toll. Hallo. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Der erste Eindruck war direkt gewesen, nein, also geht nicht, ist nicht mein Typ. Darf ich dich umarmen?
Nein, nicht. Lieber nicht. Nee, jetzt nicht. Erstmal nicht. Okay, okay. Ach Leute, eine Umarmung hat noch niemanden umgebracht, ne? So viel möchte ich nur einmal dazu sagen. Eine Umarmung hat noch niemanden umgebracht. Es war ein bisschen komisch. Ich hätte sie schon gerne zur Begrüßung umarmt, aber vielleicht ist sie einfach so... Also beim ersten Date lasse ich mich nie umarmen, das mache ich nicht. Das hat nichts gegen ihn jetzt in dem Sinne zu tun, das ist so, ist von mir halt auch. Also Cap. Ich sage es Cap, weil... Also kann sein, dass sie so anti-Umarmungen ist, aber gerade eben war sie noch die lebensfrohe, fröhliche, die alles hihi, haha, huhu, ne? Deins Geschenk mitgebracht. Dankeschön, das ist aber nett. Danke. Auf das Geschenk bezogen hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht. Also es ging so ein bisschen unter, so danke und gar nicht so beachtet, was ist das denn oder so. Er hat mir ein Geschenk mitgebracht und das fand ich war schon eine schöne Geste, eine schöne Aufmerksamkeit. Ah Leute, das geht ja in eine ganz andere Richtung. Ich dachte, die sind voll am Viben jetzt geht's voll ab. Die tanzen zusammen Zumba oder irgend so eine Scheiße, aber nee. Jetzt gibt's hier wieder Beef, jetzt muss ich wieder sauer auf jemanden sein, weil die sich respektlos verhalten. Ich kotze im Kreis, Digga. Darauf erstmal einen dicken Sprüher. Das hier ist so von der Apotheke bei uns. Halsspray nach Dr. Pose heißt das. Das ist so eigen selber gemacht. Das knallt so rein. Ihr werdet jetzt sehen. Meine Augen, Alter. Ich kriege einfach Tränen in die Augen. Soll ich mal die Zutatenliste vorlesen? Chlorhexidinitiaconat, Menthol, Racemaischer Samper, Saccharinnatrium, Salbei-Tinktur, Kamellefluxiotrakt, Eukalyptusöl, okay, macht Sinn, Pfefferminzöl, okay, check ich. Und jetzt kommt einfach Ethanol, 90% Ethanol, Digga. Kann sein, ich bin jetzt voll drauf, Leute. Keine macht den Drogen. Mir einfach doch zu schmächtig, zu feminin. Vielleicht ändert sich das ja noch mit im Gespräch, mit dem Charakter, weiß ich nicht, aber so der erste Eindruck ist es nicht. Also wir haben uns länger angeschwiegen, ja, man bemustert sich ja auch erstmal. Ein Scheißdreck tut man, Mann. Du machst es einfach unangenehm, ich sag dir ehrlich. Man bemustert sich nicht erstmal, man kann auch einfach ins Gespräch kommen. Man kann einfach fragen, wer bist du? Was tust du? Was sind deine Hobbys? Woher kommst du? Gib mal Adresse. Leute, mein Hals ist gerade, wenn ich einatme, also so. Ihr wisst nicht, wie kalt. Hier unten werden minus 27 Grad. Hier. Boah. Das ist dann auch die Schüchternheit am Anfang, die dann erstmal da ist, ne? Wenn man sich im ersten Moment ein bisschen anschweigt, also ja, es ist schon unangenehm. Sieht nett aus. Mhm. Okay, ich nicht schon. Mhm. Du siehst auch hübsch aus. Danke. Schick angezogen. Ich habe eher leger gemacht. Ich hoffe, das ist okay. Ist okay. Also er hat mir gesagt, dass ich hübsch aussehe. Ja, innerlich habe ich dann gedacht, ja, leider finde ich dich jetzt nicht so toll. Ne? Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber ja, ist halt leider so. Ne? Ist auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, man kann ehrlich sein, Leute. Man kann ehrlich sein. Trotzdem kann man auch Lippen zusammenbeißen und einfach eine Person kennenlernen. Es muss ja nicht zwingend direkt ein Date sein. Man muss ja nicht heiraten, Digga. Aber du kannst einfach diese nett sein, oder? Ist doch nicht so schwer. Also ich wäre bereit, euch Richtung Tisch zu begleiten. Okay. Wie süß, er ist voll nervös. Ich nehme das mit. Oh, danke schön. Ich habe das Date nicht abgebrochen, weil er ist ein sehr netter Mensch. Und ich denke, man kann auch mit einem netten Menschen auch eine gute Freundschaft haben. Also gut, dann verhalte ich doch auch so. Also wenn du es so sagst, dann verhalte ich doch auch so. Wer A macht, muss auch A sagen. Wer B macht, sollte auch B sagen. Wer C macht, sollte wie Zeddo sein.
Leute, manche nennen mich Shadow, ne? Das finde ich ganz komisch. Aber ist egal, anderes Thema. Vielleicht Anlaufschwierigkeiten am Anfang, aber wer weiß, wo die Reise noch hingeht. Schauen wir mal. Magst du davon was? Soll ich es dir rüberschieben? Vielleicht selber besser nehmen? So eine Schere bei, wenn du das so teilen möchtest? Nee, kannst du gerne nicht. Ich glaube, ich auch nicht. Das wird mir zu viel. Was ist mit ihr? Sie ist dumm, weird, Digga. Es tut mir leid, das so zu sagen. Ich möchte nicht. Sie ist eine erwachsene Frau, die ist das, ne? Ich habe Respekt vor Älteren. Mit Herz. Aber ihr wisst, wie ich in meinen Videos rede. Und ihr wisst, dass ich in meinen Videos einfach sage, was in meinen Kopf kommt. Und sie ist weird. Sie ist weird. Schöne Kette hast du an. Okay. Hm. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass ich ein bisschen mehr gesprochen habe. Eher sogar das Gegenteil, dass ich vielleicht gedacht habe, hast du nicht so viel geredet. Und beim nächsten Mal ist es vielleicht andersrum. Also das ist in Ordnung. Ja, Dieter ist so eine Maus. Ich will den Dieter einfach umarmen. Ich würde gern, wenn ich da gesessen hätte und ich hätte gesehen, mein Bré Dieter, der wird hier... Es wird sich nicht so um den gekümmert, wie es sein müsste. Würde ich mein Date abbrechen, würde rübergehen und sagen, komm... Setz dich zu meiner Frau. Ich mache hier mein Ding kurz mit dem Dieter. Wir hauen uns ein paar Kölsch rein und genießen unser Essen. Aber was macht sie? Er gibt ihr Kompliment wegen Kette. Sie sagt, okay. Sogar wenn ein Fremder auf der Straße mir sagen würde, mit dem ich nichts zu tun haben will. Nix. Ne? Sagen wir mal beispielsweise, ich will nichts mit der Person zu tun haben. Die sagt, coole Schuhe. Dann sage ich, oh mein Gott, ich küsse dein Herz, mein Bruder. Wie kommt's? Dankeschön. So, weiter geht's. Sie sagt, okay. Ich hatte also innerlich halt so ein schlechtes Bauchgefühl, weil ich ihm halt nicht mehr geben kann. Als mehr. Ja, aber dann sag's doch. Dann sag doch einfach, hey, ich kann's jetzt schon mal ansprechen. Ich glaube nicht, dass wir zusammen hier rausgehen. Also wir brauchen das nicht mehr als Date sehen, aber ey, lass uns doch das Essen genießen. Lass uns Spaß haben, lass ein bisschen quatschen. Wo liegt das Problem? Ich dachte, sie ist so lebensfroh, dies, das, jenes, Mandalas und so. Nee, anscheinend nicht. Gefühl rüberbringen kann, wie ich denke, er sich vielleicht erhofft. Und das war für mich dann schon sehr unangenehm. Auch dumm asozial, davon auszugehen, dass er was von ihr will. Dass er direkt sich was erhofft. Das ist voll scheiße, dass sie so denkt. Es ist wirklich scheiße. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist Quatsch. Lass doch einfach erstmal auf dich zukommen. Quatsch doch erstmal mit dem. Bis jetzt ist er einfach nur höflich und nett. Wirklich. Und einfach nur furchtbar süß. Scheiße, Mann, Dieter. Das tut mir leid, ey. Weil er halt ein sehr netter Mensch ist und ich ihn nicht verletzen wollte. Ja, dann. Guten Appetit. Guten Appetit. Wenn du so am Wochenende unterwegs bist, was machst du dann gerne? Ja, ich bin mit meiner Kamera dann Fahrrad. Ja. Spazieren. Also auch mehr tagsüber, sag ich mal so. Also am Wochenende mehr tagsüber so. Hm. Ist bei mir eigentlich auch so. Also ich. Also auch. Mit einer Freundin gehe ich auch schon mal abends was essen oder so. Ja. Das auch. Aber sind wir natürlich jetzt ein bisschen. Aber ich bin jetzt nicht der Mensch, der in irgendwelchen Diskotheken geht oder so. Ja. Oder Partys oder so. Das, das mache ich nicht. Cool. Danke fürs Gespräch. Ein gemeinsames Wochenende mit Tanja könnte ich mir schon gut vorstellen, weil wir da schon, würde ich sagen, auf einer Wellenlänge sind. Also ich muss jetzt auch keine Partys mehr haben. In Ausnahmefällen natürlich schon, aber ist mir nicht wichtig. Okay, das ist jetzt süß, Dieter, aber sie hat dir wirklich, ihre Körpersprache sagt echt was anderes. Muss ich dich kurz wieder runterholen? Ich glaube nicht, dass sie ein zweites Date mit dir haben will. Aber es gibt bestimmt ganz viele andere da draußen. Bestimmt gibt es ein paar Muttis hier draußen, die hier gerade mein Video sehen und sich denken, boah, der Dieter, der wär's. Ne? Und ich werde euch jetzt verkuppeln. Dieter, wenn du das Video hier siehst, schreibt mir. Und falls ihr das seht und Dieter gut findet, schreibt mir. Und ich werde euch connecten. Mir fiel gerade ein, eine kleine Hürde haben wir schon überstanden. Weil man hat ja ausnahmsweise schon mal gesehen, dass... der Datingpartner sich in Anführungszeichen rumgedreht hat, wieder rausgegangen ist. Also sowas würde ich
nie machen. Ich auch nicht. Weil es gibt Anstand. Auch wenn jetzt keine Chemie ist, kann man sich aber trotzdem gut unterhalten. Aber da sind wir auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Genau. Also das fände ich auch gemein, wenn dann einer wirklich auf dem Absatz Pferd macht. Weil du bist ja so ein sympathischer, netter Mensch. Aber das kann ich jetzt schon sagen, so vom Herzen, dass ich sage, du würdest jetzt meine Liebe werden. Aber da musst du mir auch nicht böse sein. Das ist so. Guck mal, es geht doch. Einfach ansprechen. Toll. Tanja, ich bin wirklich stolz auf dich, dass du das jetzt noch geschafft hast. Ich sag wirklich, wie es ist. Ja. Ich finde es eigentlich sogar gut, weil ich sehe das genauso. Ach, du bist sympathisch, du siehst auch hübsch aus. Danke. Also da wird es nicht dran scheitern. Nein. Aber ich hatte auch schon für mich so im Hinterkopf gerattert, von wegen, als Partnerin, ich glaube, das passt nicht so richtig. Glaube ich auch nicht. Ich war froh, dass ich es ihm gesagt habe, weil am Ende waren wir beide erleichtert. Ja, man kann schon sagen, dass ich froh war, dass die Tanja das angesprochen hat, weil ich hatte auch nicht so das Gefühl. Guck mal, und der Dieter zahlt trotzdem noch alles. Ich sag euch ganz ehrlich, liebe Freunde, Hand aufs Herz. Hand aufs Herz. Wenn ich wüsste, dass sie nicht mein Date ist, oder wenn sie es anspricht, dass ich nicht ihrs bin, ne, es wird nichts, dann würde ich beim Zahlen, je nachdem, wie es gelaufen ist, aber zweimal überlegen, ob ich zahle. Und jetzt nicht dumm gemeint, weil ich zahle sehr gerne und ich lade gerne ein, egal wen, egal wo. Aber wenn sie mir schon sagt, während dem Date, sie ist raus, dann würde ich beim Bezahlen auch denken, ja okay, kann auch jeder sein Ding machen, weil in einer halben Stunde sehen wir uns nie wieder. So, ne, wenn wir hier raus sind, machen wir nochmal unser Interview und dann sehen wir uns nie wieder. Und ich kenne dich nicht, für mich bist du ja noch eine Fremde, so. Und er hat trotzdem noch gezahlt auf süß. Nicht, also Respekt. Es gibt ein zweites Date. Ciao, vielen Dank. Tschüss. Schön, dass ihr hier wart. Dafür war Tanja dann doch zu desinteressiert. Es gab schon eine Aussprache und eine vorgezogene Entscheidung. Ist dem noch was hinzuzufügen? Ein zweites Date wird es so nicht geben. Aber das läuft unter Freunde. Genau. Und habe wirklich gerade schon meine Handynummer aufgeschrieben. Habe gedacht, wenn die Tanja sich meldet, dann machen wir mal was zusammen. Einfach als Freunde. Genau. Das würde mich freuen. Ich denke auch, das wird eine gute Freundschaft. Ja. Super. Sie hat sich nie bei ihm gemeldet. Kann ich mir jetzt schon sagen. Aber guck mal, wie süß er ist. So süß naiv mäßig auch noch die Handynummer aufschreibt und so. Bro, sie hat sich am Anfang wirklich kacke verhalten. Ich sag's euch, wie es ist. Würde ich da sitzen? Das Ding ist, dadurch, dass mein Selbstbewusstsein bisschen was höher ist, würde ich knallhart ansprechen. So, willst du jetzt nicht mit mir reden, weil ich nicht dein Typ bin? Oder? Also willst du es jetzt unangenehmer machen, als es ist? Oder wie? Sollen wir uns wenigstens einen reinsaufen? So. Keine Ahnung, aber so. Come on, guys. What's that? Das braucht doch kein Mensch. Mal ein bisschen dieser Anstand. Sie redet doch die ganze Zeit von Anstand, dies, das. Aber dann zeigt das auch. Und ignoriere eine Person nicht weg. Ganz einfach, Leute. Ganz, ganz einfach. Rein in der Theorie ist es einfach. Im echten Leben ist es dann wieder schwerer. Das wahre Datingleben. Aber, ja, ihr wisst, wie es läuft. Wir sehen uns morgen wieder 14 Uhr bei einem neuen Video. Und ihr könnt gerne hier den Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen, wenn ihr Teil der Family wärt. Ja, hier oben ist noch eine Playlist für euch verlinkt. In irgendeiner der Ecken. Das ist die First Dates Playlist. Könnt ihr gerne auschecken. Da gibt es viel zu sehen. Viele weitere Videos, die ihr bestimmt noch nicht gesehen habt. Viel Spaß beim weiter rumstöbern. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, haut rein. Ciao. Sag mir, ob du schläfst oder ist es schon zu spät, ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg, ja. Kenn uns erst eine Woche, perfekt Match aus meiner Gegend. Kasperstraße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt.